Schön, dass du eingeschaltet hast, genau passend zu einer neuen Folge Let's Play Portal Reloaded. Ja, ich habe heute mal mit euch vor, nochmal in das Ending reinzuschauen, denn das letzte Video war ja ein bisschen lang und ich möchte halt für die Leute nochmal zeigen, für die, die nicht so gerne lange Videos anschauen, einmal nochmal eben das Ending so einmal vorstellen. Es gibt nämlich zwei Stück, zumindest ich habe zwei entdeckt. Ich weiß nicht, ob es mehr gibt, aber auf jeden Fall zwei. Ja, bei mir ist es jetzt mittlerweile auch Nacht geworden, wie man hier im Hintergrund sieht, denn da habe ich mein Licht eingeschaltet, damit man mich noch sieht. Denn Folge 6 und 7 habe ich nämlich in einen Tag aufgenommen und geschnitten. Und das nehme ich jetzt auch noch danach quasi auf. Also 6, 7 ist fertig. Und das nehme ich jetzt hier direkt danach auf und das Schneiden hat bei mir eine halbe Ewigkeit gedauert, deswegen ist bei mir schon dunkel. Ja, ich möchte jetzt nicht hier so viel quatschen, denn ich möchte gerne in das Ending mal reinschauen. Dazu gehen wir mal an, das ist das Kapitel Finale. Da schauen wir einfach kurz mal rein, da weiß ich auch noch, was ich zu tun habe. Denn das ist vielleicht gerade mal, ja, hier. 4 Stunden her, 4-5 Stunden. Welcome to the final chamber. Don't get overwhelmed. Take everything one step at a time and you will soon find the solution. Mhm. Okay, ja, das war ja die Kammer, wo ich über eine Stunde dazu gange war. Das war schrecklich. Aber jetzt weiß ich ja, was wir zu tun haben. Deswegen brauchen wir einmal noch mal einen Würfel. Und es ist auch die allerletzte Kammer. Also das wird jetzt hier nicht so eine XXL-Folge werden. Ich bezweifle das auch, dass das Video hier 20 Minuten lang wird. Ich schätze, dass es kürzer sein wird. Gut, dann machen wir einmal hier und da. Und dann setzen wir das dahin. Dann brauchen wir mein Zeitportal, das holen wir ebenfalls und stellen das dann mal, ups, dahin. So, dann sind wir hier oben, dann einfach mal blau dahinter, wunderbar, dann können wir das hier einmal aktivieren. Muss ich mal ganz kurz überlegen, mhm. Ja, ja, jetzt gehen wir hier hin. So, so. Ja, 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 ja. Perfekt, dann haben wir das hier aus. Dann machen wir mal einfach mal das Zeitportal weg. Boah, wo macht man das jetzt einfach mal hin? Machen wir da hin. Und dann haben wir nämlich das hier auch offen. Wunderbärchen, Popärchen. Gut, jetzt brauchen wir hier einen Würfel. Das heißt, wir müssen einmal in die andere Zeit gehen. Und machen hier einmal orange, blau. Mhm. Orange, orange. Wir müssen den einmal kurz bewegen, weil der nämlich in der anderen Zeit nicht existiert. Hat nicht geklappt, deswegen müssen wir das nochmal machen. Machen wir mal orange. Einmal kurz dahin und dann wieder dahin. Nein! Nein! Ich hätte den fangen können. Okay, nochmal. Habe ich gesagt, das Video wird nicht 20 Minuten lang? Vielleicht schon, wenn es so weitergeht. Orange da und da. So, jetzt habe ich den. Wunderbar. Gut, dann schauen wir uns jetzt erstmal Ende Nummer 1 an. Astonishing. You really did it. You've proven to be capable of nearly anything. Now it's time for your real mission.
We will put you back in stasis until the day of the incident, and you will be the one to prevent it. This vacuum tube will take you back to the long-term human storage vault. Yep, danke, you will be awoken when the time comes to use your special abilities to save this facility from its impending doom. Mhm. Also kann ich hier überlegen, ob ich jetzt hier zum Elevator gehe oder ob ich jetzt einfach hier wieder zurückgehe. Ich entscheide mich für Ende 1. The Center thanks you for your contribution to science. You are going to achieve great things in the future and change the course of history. Ja, das war das erste Ending. Das heißt, wir gehen einfach mal zurück wieder in diesen Menschenlager, wird das da glaube ich genannt. Human Storage, irgendwie so nennen die das da. Oder hat er gesagt? Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall ins Menschenlager wieder zurück und wir werden dann irgendwann wieder für andere Tests wieder aufgeweckt oder wieder geholt. Reaktiviert, keine Ahnung. Ja, und ich würde sagen, wir schauen uns das Ending Nummer 2 an. Ich könnte jetzt hier in den Hauptmenü zurückgehen, aber immer wieder gerne. Ich spiele das immer wieder gerne. So, jetzt gehen wir mal wieder. Portal reloaded, continue playing, das heißt, da muss ich die Kamera nicht nochmal machen. Ich musste das jetzt eben nochmal machen, da ich Thumbnails gemacht habe und somit mein Speicherpunkt wieder zurückgesetzt wird. We will put you back in stasis until the day of the incident. Mhm. And you will be the one to prevent it. This vacuum tube will take you back to the long-term human storage vault. You will be awoken when the time comes to use your special abilities to save this facility from its impending doom. So, jetzt werde ich hier zum Elevator gehen. So. Warning, you are going the wrong way. Please be aware that escaping is not an option here. Doch, tschüss. So, ich mache jetzt hier unten ein Zeitportal hin, warum auch immer, das werdet ihr gleich sehen. We will be forced to destroy your current body in order to put you back together in the stasis chamber. But this will be a small price to pay in order to help save the facility. Think of it as a sacrifice to science. Okay, der will uns zerstanzen. So, das heißt, wir gehen jetzt hier runter. Und fliegen jetzt 20 Jahre in die Zukunft. Bedenkt das, wir sind 20 Jahre in die Zukunft. You are deviating from your path. Facility power has reached critical levels. Connection unstable. Ja, wie gesagt, wir sind 20 Jahre in die Zukunft. Und wir gehen jetzt mal zum Aufzug. Und wir fahren jetzt einfach mal zur Oberfläche. Und warum ich das jetzt so betont habe, dass wir jetzt in der Zukunft sind, 20 Jahre, das werdet ihr gleich sehen, warum. Denn wir sind ja nicht in der eigentlichen Zeit. So, wir sind da. Und wir gehen raus, quasi. Ja, wir sind frei. Gucken wir einmal auf die Portal-Maschine. Die geht aus. Ist quasi kaputt aus. Und das sind Zombies. Da wir nämlich 20 Jahre in der Zukunft sind. Und wir können auch nicht mehr zurück, weil ja die Portal-Maschine kaputt oder ausging. Und das könnte, und darauf könnte man wirklich ansetzen, dass es da weitergeht. Das heißt, kein wirkliches Ende ist optimal.
Entweder man bleibt bei Epische Science, ist, sag ich mal, safe, wird aber getestet. Oder man geht raus, ist allerdings 20 Jahre in die Zukunft, also in der Zukunft, und hat eine Zombie-Apokalypse. Und das ist mir erst so beim Schnitt aufgefallen, weil da habe ich mir erstmal so Gedanken drüber gemacht. Und das wollte ich euch mal vorstellen. Fand ich nämlich ganz interessant. Ich weiß es nicht, ob es in dem Spiel noch mehr Endings gibt. Könnte ich mir vorstellen, dass der Entwickler so pfiffig war, der Mod-Entwickler. Aber mir ist da nichts bekannt. Falls ihr da was wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Schreibt mir bitte auch in die Kommentare, wie ihr so die Reihe fandet. Wer übrigens die anderen Folgen noch nicht gesehen hat, geht mal jetzt oben rechts ein i auf. Dort habe ich die Playlist ganz oben hinzugefügt. Beziehungsweise, da sollte ein i sich befinden. Dort habe ich die Playlist auf jeden Fall ganz oben hinzugefügt. Und ja, YouTube hat, glaube ich, das auch geändert. Falls das i nicht angezeigt wird, einfach mal auf die drei Punkte oben klicken. Und dann steht hier irgendwie... Dann ist da ein I und dann steht da irgendwie von Eisenbahner HD. Einfach mal da draufklicken und dann seht ihr die Playlist. Das YouTube ändert das irgendwie bei anderen Geräten. Manchmal ist es da bei mir und dann mal wieder nicht. Ich habe da keine Ahnung, an was das liegt. Oder an was, ab wann das geändert ist, aber okay. Das verstehe ich an YouTube noch nicht so ganz. Ja, Portal Reloaded hat mir richtig viel Spaß gemacht. Würde mich interessieren, wie ihr das fandet. Mal gucken, ob ich da so mehr so Modifikationen finde. Was heißt Mod? Das ist ja quasi ein Game, was man herunterlädt. Was allerdings Portal 2 benötigt. Kann man sich vorstellen wie so ein DLC, bloß dass es halt kein DLC ist, sondern mehr eine Modifikation. Ah, ein bisschen schwer zu schreiben, zu beschreiben. Aber doch, das ist eine Modifikation. Naja. Auf jeden Fall, wir sehen uns dann beim anderen Video. Und ich hoffe, euch hat das außerplanmäßige Video gefallen. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Like und ein Abo da lassen. Das würde mich richtig freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es heißt... Ja, was... Ja, was heißt denn das dann? Ich habe keine Ahnung, was als nächstes kommen wird. Naja, auf jeden Fall bis zum nächsten Video. Was auch immer das sein wird. Bis dahin. Ciao, ciao.